Carissa Moore hat allen Grund zu feiern. Die Surferin aus Hawaii hat in Rio de Janeiro den Wettbewerb der World Tour gewonnen. Und Moore ist nicht die Einzige, die auf einer Erfolgswelle reitet. Surferinnen werden immer umschwärmter. Es ist spannender beim Zugucken geworden und damit auch beliebter. Tausende Menschen sind an die Strände von Rio gekommen, um den Wellenreiterinnen zuzusehen und um einen Blick auf eine Surf-Ikone zu erhaschen, die australische Surferin Stephanie Gilmore, vierfache Weltmeisterin. Die Lebensart beim Surfen zieht viele Frauen in der ganzen Welt an, aber die Wettbewerbe sind nicht so das Ding für Mädchen. Nicht nur bekannte Gesichter locken viele Zuschauer an, sondern auch berühmte Kurven, wie die der blonden Hawaiianerin Elena Blanchard. Sie wurde zur Wellenreiterin mit dem größten Sex-Appeal auf der World Tour gewählt. Eine Menge Scheinwerfer sind auf sie gerichtet. Die Mädchen müssen feminin sein, auch wenn Surfen ein eher männlicher Sport ist. Es ist die Weiblichkeit der Frauen, die den Unterschied im Wasser macht. Gerecht geht es im Surfergeschäft noch nicht zu. Männer kassieren 4 bis 5 Mal so viel Preisgeld wie Frauen. Die halten sich dank Sponsoren über Wasser. Die französische Surferin Pauline Adot bestreitet die Hälfte ihres Einkommens durch Partnerfirmen. Frauensurfen steht immer noch hinter dem Männersurfen zurück. Aber ich würde sagen, dass das Niveau der Frauen immer besser wird. Mit immer mehr Wettbewerben und größerem Medieninteresse auch. Es geht voran. Es ändert sich nach und nach. Nach Brasilien steht Frankreich auf dem Programm der Damen. Anschließend dann Kalifornien. Dort werden im August die diesjährigen Könige der Wellen gekrönt. We'll be right back.